Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute mal wieder von der Bundesbahnkarte. Ich habe heute was Depotmäßiges für euch im Angebot. Und zwar haben wir ein Reparaturdepot. Im Steam Workshop wurde das hochgeladen von dem guten User Lenz. War mir bisher kein Begriff, aber das Depot ist wirklich klasse geworden, ist aber nur ein Asset, also kann man nicht als normales Depot bauen, aber ist ja ziemlich cool geworden, weil das so ein Durchfahrdepot ist und hat auch noch Rampen, damit da Wartungsfahrzeuge reinfahren können. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung und wir gucken uns das Ganze mal genauer an, würde ich sagen. Wenn ihr das installiert habt, findet ihr das Ganze hier unter Assets. Ich habe hier so viele Assets, ich habe geguckt und geguckt, ich habe es aber nicht gefunden. Das Problem ist einfach, dass ich so viel aktiviert habe hier. Der ein oder andere von euch kennt das Problem wahrscheinlich. Ich habe dann hier einfach eingegeben Depot und dann habe ich es hier gefunden. Remessa Lokomotive, a repair warehouse for steam and diesel locomotives. Also ist dann eher was für Dampf- bzw. Diesel-betriebene Lokomotiven. Aber wie ihr das einsetzt, ist natürlich euch überlassen. Das ist gar kein Problem, das auch mit Oberleitung zu bauen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir das Depot. Die Oberleitung klippt dann durchs Dach. Deswegen ist es natürlich mit Oberleitung dann doch nicht möglich. Das einzig Blöde an dem Depot ist, es snappt halt nicht ans Gleis an. Ne? Da müsst ihr halt so ein bisschen fummeln. Wir nehmen jetzt hier erstmal die Oberleitung weg, damit wir das hier ordentlich hinstellen können. Ihr braucht natürlich auch ein gerades Gleis. Das ist ganz wichtig. In der Kurve könnt ihr das leider nicht bauen. Nehmen wir hier auch nochmal die Signale weg. Boah, das sollte reichen. Dann machen wir hier die Oberleitung mal weg, damit wir uns hier mal schön ein Depot hinbauen können. So. Dann schnappen wir uns das und wie gesagt, das ist halt wirklich genial. Ne? Das ist hier, könnt ihr das schön drauf platzieren. Ihr seht das schon. Das ist nicht, ich drücke gerade Shift und M und N. Es ist nicht ganz gerade. Das ist halt, wir machen das am besten ganz anders. Wir gehen mal auf eine freie Fläche, bauen uns das und dann ziehen wir das Gleis durch. Ich glaube, das ist die einfachste Methode. Nehmen wir hier keine Masten, keine Oberleitung und dann ziehen wir uns das Gleis hier durch. Ich glaube, das ist so rum am allereinfachsten, weil dann passt das nämlich auch, wie ihr seht. So. Ja, dann sieht das doch schon ordentlich aus. Dann könnt ihr euch da eventuell sogar noch eine Spitzkehre reinbauen. Und dann können hier die Züge sogar anhalten. Wir nehmen das mal weg. Und dann gibt es ja unter Gebäude Personenhaltestellen. Und dann haben wir hier die Spitzkehre. Da macht ihr natürlich auch die Oberleitung aus und macht das einfach ganz kurz. Baut das hier rein. Und dann baut ihr hier das Gleis weiter. Und dann habt ihr hier quasi eine Haltestelle drin. Sehr, sehr cool. Dann bauen wir hier noch eine rein. Wir wollen ja auch mal gucken, wie das aussieht, wenn die Züge da durchfahren. So. Und dann machen wir noch hier hinten ein Depot hin. So, eine kleine Linie. Von hier nach hier. Aber erstmal gucken wir uns das Depot im Detail an, weil das ist echt super geworden. Wir haben hier so Holztüren, die sind natürlich offen. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Rampen. Wir können hier auch nochmal, nehmen wir hier Gras und Schotter. Was vielleicht am besten bei so einem Depot. Na. Dann haben wir hier die Rampen, wo die Fahrzeuge hochfahren können. Hier drin aber
Schränke noch verbaut. Die Fenster sind leider nicht durchsichtig. Ihr seht, dass die spiegeln von innen wie von außen. Ja, und dann kann hier, könnt ihr auch noch ein paar Assets reinstellen. Wir haben ja auch noch hier, wenn ich das denn auf die Schnelle finde, diese Wartungsstege vom guten Huge Dragon. Ich hoffe übrigens, dem geht's gut. Von dem hat man jetzt schon länger gar nichts mehr gehört. Der war ja sonst auch immer ganz fleißig. Na, wo sind die denn? Waren die doch hier? Oder habe ich die gar nicht aktiviert? Warte mal. Plattform hieß das, glaube ich. Nee, habe ich, glaube ich, nicht aktiviert. Auf jeden Fall gibt es ja noch so Wartungsstege. Die könnte man hier auch noch reinbauen. Aber da das mit Durchfahrt ist, ist das natürlich echt klasse. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Depot. Es ist halt einfach viel zu voll hier alles, ne? So, nochmal von vorne. D. Ich habe doch eben auch nach Depot gesucht. Tja, so ist das, wenn man sich gut vorbereitet. Ah, es ist so ein Grundproblem von Transportfieber, dass wirklich alles einfach nur kreuz und quer, hier haben wir es, zugemüllt ist. Warum ist das jetzt gekippt? Was ist denn das? Warum ist denn das jetzt gekippt? Das ist ja interessant. Ist ja wirklich interessant. Mit J konnte man kippen, aber komisch, sei es drum. Auf jeden Fall könnt ihr das natürlich auch noch verlängern, indem ihr hier links und rechts einfach mehrere Depots nebeneinander baut. Aber mich würde trotzdem interessieren, warum das jetzt gekippt ist. Jetzt ist es wieder gerade. Ist ja echt seltsam. Sehr, sehr komisch. Na, jetzt können wir es doch noch machen. Dann baut ihr einfach hier, so gut es geht, einfach die Depots hintereinander und dann habt ihr ein langes. Das Einzige sind natürlich jetzt hier die Türen, aber ja, sei es drum. Von außen sieht es aber super aus. Man kann ja auch nicht reingucken durch die Fenster, von daher passt das schon. Aber wir werden jetzt einfach mal eine Lokomotive da reinfahren lassen und ich hoffe auch, dass das dann passen wird. Wir nehmen mal einfach hier die 200er, ganz normale, zwei Stück und auf geht's. Und schauen wir, ob die da auch reinpassen. Na gut, der hält jetzt natürlich erstmal hier vorne an. So. Ne, das passt. Passt gerade so, aber. Ah, das ist natürlich wirklich grandios, sowas. Ja, das Flimmern hat nichts mit der Mod zu tun. Das ist ja generell ein Problem. Das passt. Herrlich. Sowas ist natürlich ein richtiger Hingucker auf jeder Karte. Wenn man in so Gebäude reinfahren kann, finde ich schon klasse. Genial, man kann die natürlich auch noch hier nebeneinander bauen, dass man das doppelgleisig hat. Das geht auch ohne Probleme. Na, oder man macht hier in der Mitte vielleicht noch eine Straße rein, eine Wartungsstraße. Sehr schön.
grandios. Bei Dampfloks ist es natürlich, dass dann der Rauch natürlich aus dem Dach rausguckt. Hier seht ihr es, das ist bei den Dieselloks auch ein bisschen so. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Aber nichtsdestotrotz würde ich der Mod schon eine gute 2 geben. Schön gestaltet. Nicht so, man könnte auch hier mit dieser beigen Textur einfach nur arbeiten. Hier noch so einen schönen Backsteinbogen reingebaut. Die Holztüren, die offen stehen. Gefällt mir. Und wie gesagt, hier drinnen noch Assets zu platzieren, das soll ja nicht das Problem sein. Schick, schick. Ja, das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, der Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß damit, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.